Seesack! Ja, der Seesack. Ich habe immer gedacht, ich bin Polizist. Fehlanzeige. Gepäckträger bin ich scheins. Dankeschön. Du machst ein Weißbier. Mögen die dich schon, aber meine Frau wartet sicherlich mit dem Essen auf mich. Also, na, ich werde schon mal revanchieren. Ja. Felix, ja, was denn? Der Wachtmeister Ziegler hat den Seesack vom Thomas gebracht. Der bringt mit seinem Seesack noch den ganzen Ort durcheinander. Wie kann ein Mensch bloß so vergesslich sein? Thomas? Ja? Hier ist dein Seesack. Oh, schon wieder, danke. Du, Felix? Ja. Was machen wir denn mit meinen nassen Sachen? Ach, das mache ich schon. Danke. Du, Thomas? Ja? Ist der Seesack eigentlich alles, was du hast? Ja. Und mehr langt's. Das ist eine Sache. So in der Welt herumzureisen, ohne einen Möbeltransporter und so. Naja, manchmal hätte ich schon gerne ein eigenes Bett. Scheibenkleister. Mutter? Ja? Die Bügelmaschine ist kaputt. Was denn? Die Bügelmaschine? Ja, das klemmt. Dass die nicht will, ist klar, das schafft die doch nicht. Ach. Ja, ich wollte sie nur trocken bügeln. Ach, Schmarrn. Na. Kann ich was helfen? Dankeschön, ich hab's gleich. Herrgott, warum geht denn das nicht? Ja, wenn du deinen Fuß drauf hast. Na, da häng's im Garten auf. Hast du auch Zeit mehr Fleisch? Ihr bringt einen aber auch ganz durcheinander. Na, keine Angst, Frau Pichler. Das Fleisch ist okay, ich hab's übergossen. Dankeschön. Wissen Sie, Frau Pichler, wie die Kuaheli-Indianer ihre Schweine braten? Die nehmen ganzes Schwein, füllen es mit Gewürzen, kleinen Vögeln, essbaren Würmern. Thomas, von mir aus können deine Kuaheli-Indianer ihre Schweine braten, wie sie wollen. Ich mach meinen Schweinebraten, wie ich ihn immer gemacht hab, bayerisch. Da wollt ihr nicht die Wäsche aufhängen? Kuaheli. Du, Tom, mhm. Wie lange willst du eigentlich in Neustadt bleiben? Weiß nicht. Jetzt bin ich ja erstmal hier. Und danach? Ich meine, wirst du dann wieder zur See fahren? Oh, das weiß ich noch nicht. Ich habe mir da was überlegt. Hä? Du könntest bei mir im Laden helfen. Das wäre eine richtige Attraktion. Ein weitgereister Schiffskoch. Vielleicht ist auch ein Schmarrn. Du hast ja nie Verkäufer gelernt. Ohaha, Felix, wenn ich will, dann verkaufe ich einem Eskimo einen Kühlschrank. Also, dann fängst du morgen bei mir an? Sag mal, du hast das eilig, ich bin doch kaum da. Das muss ja nicht gleich morgen sein. Du kannst auch bei uns übernachten, falls deine Schwester nichts dagegen hat. Ach, bei dir wäre es mir schon lieber. Weißt du, die Margret, die bemuttert mich zu viel. Dann wohnst du bei uns. Gut. Ich zahle auch nicht schlecht. Vorläufig habe ich noch Geld. Und Hauptsache, es macht mir Spaß. Und ich glaube, verkaufen macht mir Spaß. In 10 Minuten gibt's Essen. Wir kommen gleich. Ich freue mich. Mhm. Du, was wird denn deine Mutter dazu sagen? Die freut sich, wenn sie nicht mehr alleine im Laden stehen muss. Tut sich ein bisschen schwer in letzter Zeit. Na, dann. So, das müsste eigentlich reichen. Du verwöhnst deinen Bruder ja ganz schön. Mit mir hättest du... Ich doch keinen solchen Schmarrn. Wo willst denn du hin? Die Thermapool. Onkel Thomas.
Ganz narrisch ist sie nach dem Thomas. Ja, krieg du doch mal einen Onkel. Nein, überhaupt nicht. Auf Kopf nicht. Nein. Auf den Tag. Wann kommst du endlich? Grüß dich, Michaela. Mensch, ich hab euch fast vergessen. Ich komm schon. Grüß dich. Nicht einmal fertig essen tut er dein Onkel Tom. Grüß deine Eltern. Mach ich. Da bin ich. Fährst du mich? Klar. Oh. Festhalten. Hallo. Hallo. Was war denn das? Ach, der Thomas Kleinjung. Wir sind zu zweit gefahren. Ist das nicht verboten? Doch. Warum hältst du dann nicht an? Weil heute Sonntag ist. Und weil ich heute privat bin. Du, Mutter? Ja? Was hältst du eigentlich vom Thomas? Netter Bursch. Was fragst du? Na ja, ich habe mit ihm vorhin ausgemacht, dass er demnächst in unserem Laden hilft. Als Verkäufer. Ach so? Und ich werde überhaupt nicht gefragt? Da rackert man sich jahrelang ab. Und dann bestimmt auf einmal der Herr Sohn, was gemacht wird, ja? Mutter, so war's doch nicht gemeint. Ich bin doch selbst erst vorhin auf die Idee gekommen. Ich dachte, dann kannst du dich in Zukunft mehr ausruhen. Du hast doch selber gesagt, dass die Arbeit in letzter Zeit dich sehr anstrengt. Hast ja recht. Aber ob das gut geht? Wieso? Der Thomas passt doch nicht in unseren Laden. Der schafft das schon. Komm, halt doch zu, Thomas. Ist doch dein Lieblingskuchen. Nein, wirklich nicht. 5 Stück reichen mir. Ja, kann ich noch eins haben, wenn ich darf. Schmarrn. Bitte. Danke. Magst du einen Obstler? Da sage ich nicht nein. Oh, ich auch nicht. Den hole ich sogar. Du hast dich ja auch selten gemeldet. In den 15 Jahren hast du ganze 10 Postkarten geschrieben. Und auf jeder steht dasselbe drauf. Hier. Viele Grüße aus der Wüste, Thomas. Viele Grüße aus dem Dschungel, Thomas. Margret, jetzt lass den Thomas doch mal in Ruhe. Hauptsache, er ist da. Die Postkarten waren doch sehr schön. Prost, Thomas. Prost, Joachim. Prost. Darf ich dir was zeigen? Eine Überraschung? Und was denn? Wenn ich dir sage, ist das doch keine Überraschung mehr. Da hast du recht. Nein, ihr bleibt hier. Der Kaffee wird doch kalt. Margret, wir sind doch gleich wieder da. Magst du auch einen Schnaps? Nein. Augen zu. Nee, ich sehe ja gar nichts. Augen auf. Hast du den gemacht? Ja, für mein Zimmer. Oh, und ganz allein? Ein bisschen hat mir mein Vater geholfen. Ja. Willst du auch mal Schreiner werden? Nö, ich fahr zur See wie du. Das lass bloß deine Mutter nicht hören. Du, Onkel Tom. Mhm. Ach, sag einfach Tom zu mir. Tom, hilfst du mir, den Stuhl fertig zu machen? Mhm, natürlich. Du, auf der Insel Borneo, da haben wir mal nach einem Schiffsbruch ein richtiges Floß gebaut, sind übers Meer gefahren das und selbst. Das hab ich mir gedacht. Das ist ein richtiger Schreiner, deine Michaela. Ja, es ist wirklich geschickt. Aber so einen wie dich könnte ich auch gut in der Werkstatt brauchen. Es ist zu spät, ich habe Felix versprochen, im Laden zu helfen. Beim Felix? Mhm. Schau mal an. Und wo wohnst du? Auch beim Felix. Schade. Warum willst du nicht bei uns wohnen? Du, nichts gegen die Margret, aber die bemuttert mich ein bisschen zu viel. Das verstehe ich. Mich auch. Hey, Michaela. Du kannst mich doch jeden Tag im Laden besuchen kommen. Von deiner Mutter? Ja, von meiner Mutter. Aber ich besorge dir morgen ein neues Stück. Also, hier sind die Konserven, Wein, Öl, Nudeln, Schnäpse. Felix, ich gehe mal auf die Post. Na, Mutter, wie gefällt dir unser neuer Mann?
gar nicht. In dem Kittel. Ich besorge ihm einen neuen. Trotzdem. So schaut kein Verkäufer aus. Muss ja nicht. Ich sag ja gar nichts mehr. Du hast doch mit deiner Mutter geredet. Ja, hab ich, aber es ist nicht so einfach, bitte. Felix, ich möchte nicht, dass du meinetwegen Streit mit deiner Mutter bekommst. Mhm. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß dich. Was darf's denn sein? 3 Pfund Reis von dem Langkörnigen und 20 Brühwürfel und Nelken. Der Reis ist da hinten. Dreimal ein Reis, Brühwürfel und die Nelken. Grüß dich. Grüß Gott. Grüßt euch. Grüß dich, Michaela. Grüß dich. Was regt ihr? Nichts. Ich wollte nur mal Michaelas Onkel sehen. Stimmt es, dass Sie so viele Abenteuer mit Haien gehabt haben? Ja. Das glaube ich nicht. Schade. Gerade wollte ich eine Geschichte erzählen, aber wenn du mir nicht glaubst... Bitte, Tom, erzähl. Also, es war genau vor 3 Jahren und 2 Tagen. Ich fuhr auf einem kleinen chinesischen Gemüsefrachter als Schiffskoch. Eines Mittags schreit der Steuermann auf. Oh! Und zeigt auf eine Dschungel, die gerade auf uns zusteuerte. Grüß Gott, Herr Hambacher. Erzähl's ruhig weiter. Ich höre gerne mit zu. Als die Mannschaft das Schiff sieht, springt die über Bord. Puh, puff, puh, puff, puh, puff. Auch der Kapitän. Puh, puff. Ich auch. Puh. Ach Quatsch. Ich bin ja an Deck geblieben. Also, die Dschungel geht längsseits. Auf einmal sehe ich, das sind ja Piraten. Ich nichts wie hoch in den Mastkorb. Die Piraten plündern das Schiff, fangen an zu saufen und schlafen ein. Auch die 2 Mann Wache an Deck. Sie schnarchen genau unter mir. Da hatte ich eine Idee. Grüß Gott, Herr Bickler. Grüß Gott, Frau Obermeier. Einen Augenblick, bitte. Ich hab's aber eilig, Herr Bichler. Ja, ja. Er erzählt gerade eine spannende Geschichte. Hören Sie doch mit zu. Ah. Sie dauert nicht mehr lange. Ist das hier ein Laden? Ruhe. Also seit 20 Jahren kaufe ich bei Ihnen ein, aber so etwas habe ich noch nie erlebt. Die ist ganz schön sauer. Komm, erzähl weiter. Ja, erzähl doch weiter. Also, ich hatte eine Idee. Ich werfe eine Kokosnuss... Wo hattest du die Kokosnuss? Sowas habe ich immer dabei. Ich werfe eine Kokosnuss dem einen Piraten genau auf den Kopf. Der wacht auf, schimpft, beginnt seinen Kumpel zu verprügeln. Ich aber kletter runter aufs Deck und springe ins Meer. Grüß Gott, Frau Obermeier. Grüß Gott, Frau Bichler. Also, das lass ich mir nicht gefallen. Ja, aber Frau Obermeier, was ist denn los? Was ist denn los? Gehen Sie doch einmal rein in Ihren Laden. Das ist ja das reinste Irrenhaus. Da sitzt so ein Typ auf dem Ladentisch und erzählt und erzählt. Mich bedient man überhaupt nicht. Ja. Als wenn ich Luft wäre. Ja, das gehört doch angezeigt. Aber Frau Obermeier, warten Sie doch. Ich schwimme also mitten im Meer. 1 Stunde. 2 Stunden, ich kann nicht mehr. Und plötzlich sitze ich auf einem Delfin und schon bin ich an Land, direkt im Hafen von Hongkong. Sehr schön. Das gibt's doch nicht. Schluss jetzt! Das hier ist ein Laden und keine Erzählbude. Ich habe gerade die Frau Obermeier getroffen. Die platzt vor Wut. Ich weiß. So, du weißt. Dann ist dir auch klar, dass die jetzt im ganzen Dorf rumtratscht. Ach, geh, Mutter. Die wird sich schon wieder beruhigen. Frau Bichler, es war eine wirklich schöne Geschichte. Die hätte sich die Frau Obermeier ruhig anhören können. Jetzt begreife ich überhaupt nichts mehr. Komm, wir gehen. Dicke Luft. Ach ja, ich muss noch zahlen. Ich werde es anschreiben. Gut, danke. Tschüss. Tschüss. Tut mir leid, Frau Bichler. Hinterher kann man das leicht sagen. Herr Hambacher, ja. Was kriegen wir denn? Ah ja, 2 Regensburger und dunkles, wie immer. Ich mach das schon, Mutter.
Grüß Gott miteinander. Jetzt ist sie doch tatsächlich zur Polizei gegangen. Was ist denn los? Schon wieder Einbrecher da gewesen? Nein, diesmal sind's Piraten. Piraten? Hier im Laden? Lass. Das begreifst du eh nicht. Soll das etwa heißen? Na, na. 2,40 Mark. Ja, wie immer. Wiedersehen. 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 Der Tom hat eben eine Piratengeschichte erzählt. Und hat's ein bisschen Ärger mit Frau Obermeier gegeben. Aha. Ein bisschen Ärger? Fuchsteufelswild war die. Ah, deswegen. Was? Deswegen? Deswegen steht's am Brunnen und macht die Leute wild. Da haben wir's. Also, Wiederschauen. Wiedersehen. Oh. Grüß Gott. Grüß Gott. Was darf's denn sein? Und sogar der junge Herr Bichler, der immer so freundlich zu mir ist. Also der hat mich behandelt, als ob ich Luft für ihn wäre. Und das alles wegen so einem Dahergelaufenen. Ist das nicht der Bruder von der Huber, Margret? Ja, genau der. Das sind doch sonst so anständige Leute. Und was heißt hier anständig? Zur See ist er gefahren und da weiß man ja von vornherein, was das für Hallodris sind, ne? Da kommt's. Ah, die kommt mir gerade recht. Kommen's her, Frau Huber. Ja, was gibt's denn? Einen sauberen Herrn Bruder haben Sie, Frau Huber. Wie bitte? So, Schiffskoch sind Sie gewesen auf See. Ja, da kennen Sie doch sicher viele Gerichte. Viele? Tausende. Ja. Sie schickt mir ja der Himmel. Wir kriegen heute Abend nämlich einen Besuch. Mhm. Und da möchte ich ganz was Besonderes kochen. Ja, aber mir fällt nichts ein. Können Sie mir vielleicht helfen? Ach, sicher. Wie wär's denn mit einer Peking-Ente, die Ente der 8 Kostbarkeiten. Genau. Ja, aber wie macht man die? Ganz einfach. Sie müssen sich eine frische Ente kaufen, mhm, mit Kopf. Mhm. Und die durch ein Loch im Hals aufblasen. Okay. Nein, wirklich. Das ist ein altes chinesisches Rezept. Schmeckt prima. Also aufblasen, dann zubinden, ja? Nein. Nein? Mhm. Wissen Sie was? Am besten schreibe ich Ihnen das Rezept auf. Ach, das ist aber nett. Ja, ich meine, wenn ich das verlangen darf. Kein Problem. Also eine frische Ente mit Kopf, aufblasen. Und die Zutaten? Honig, Sojakörner, Bambussprossen. Ja, wo kriege ich denn das alles her? Na, für uns natürlich. Wir haben alles. Aus Griechenland, Türkei, Afrika, China, Bayern. Frau Obermeier, mein Bruder ist weder ein Irrer noch ein Hallodri. Merken Sie sich das? So eine Unverschämtheit. Nein. Was ist denn los? Ach, übrigens, die war auch mit dabei im Laden. Und wie frech die war. Die hat zu mir sogar gesagt, Psst, Ruhe. Schau, dass du nach Hause kommst. Ich muss noch zum Onkel Thomas. Darf ich mit? Nein, servus. Ja. Frau Huber, solange Ihr Bruder noch in dem Laden ist, gehe ich nicht mehr hinein. Sind Sie doch still. Ach, auch nicht. Also, als Kunde kann man doch wenigstens verlangen, dass man anständig behandelt wird, nicht? Jawohl. Und da habe ich einen ganz guten Tipp für Sie. Ja. Gehen Sie da mal in den Laden vom Bichler. Die haben jetzt einen neuen Verkäufer, der ist sowas von freundlich. Ja. Wiederschauen. Danke, wiedersehen. Ach, wiedersehen. Also. Frau Obermeier. Ja, bitte? Gut, dass ich Sie treffe. Mein Sohn und Herr Kleinjung möchten sich bei Ihnen entschuldigen. Was? Na, kommen Sie doch mal einen Moment mit. Na gut, da möchte ich nicht päpstlicher sein als der Papst. Kommen Sie mit, Frau Föhringer? Na, ich gehe heim. Also, nachher gehen wir. Okay, ja. Du, Vati? Ja, was ist denn los? Die Frau Obermeier will nicht mehr bei Bichlers einkaufen. Ja, und? Wegen dem Tom. Was ist denn passiert? Der Tom hat eine Geschichte erzählt und da ist die Frau Obermeier reingekommen. Und sie hat sich furchtbar aufgeregt. Thomas, du musst es verstehen. Die Leute hier sind sowas nicht gewohnt. Man darf nicht mal eine Geschichte erzählen. Ach doch, aber nicht so, dass sich die Kunden drüber aufregen und dann wegbleiben. Sind schließlich nicht deine Kunden. Was glaubst du, wie blöd mich die Frau Obermeier angesprochen hat? Frau Huber, ihr Bruder ist ein Irrer. Das ist ein Hallodri. Ja. Dann wird's fürs Beste sein. Ich gehe wieder. Schmarrn. Mein Gott, bist du ein Dickschädel. Wirklich? Du bist ein Dickschädel. Ich mach das schon. Oh, Dankeschön. Servus.
Felix, ich muss mal nachdenken. Felix, da... Frau Obermeier, der Laden ist jetzt geschlossen. Mittagspause. Mittagspause? Felix, was soll das? Wir haben doch nie Mittagspause gemacht. Mutter, wir müssen miteinander reden. Ich hab die Frau Obermeier extra mitgebracht, damit ihr euch bei ihr entschuldigt. Entschuldigen? Wofür denn? Muss ich das wirklich erklären? Felix, du warst doch sonst freundlich zur Kundschaft, wie sich's gehört. Ja, wie sich das gehört. Wir beide wissen ganz genau, dass das nicht immer ehrlich ist. Wir sind freundlich, damit wir unsere Kunden nicht verlieren. Du hast ja recht. Mir fällt's auch oft schwer. Aber meine... Ich kann das nicht mehr. Felix, seit der Thomas da ist, bist du ganz anders. Ich kenn dich so nicht. Schmarrn. Ich schau nach dem Tom. Kannst mal eine Flasche Sprudel noch aufmachen? Ich fühle mich nicht gut. Na klar, Mutter. Ja, die Michaela hat es mir schon erzählt. Ich verstehe nicht, wie die Frau Obermeier sich da so aufregen kann. Verstehst du das? Ja, das verstehe ich schon. Wenn mir ein Verkäufer so käme. Ich habe gerade mit dem Thomas drüber gesprochen. Ah, du hast ihn zusammengestaucht. Naja, ich habe... Und hat er sich das gefallen lassen? Du, er war beleidigt. Er hat gesagt, am besten ist, er geht gleich wieder. Tom darf nicht weggehen. Der wird auch nicht weggehen, Michaela. Ich glaube, ich muss mal mit ihm reden. Ist er noch bei Felix? Ja, ich glaube schon. Als ich gegangen bin, da war er noch da. Ich komme. Gut. Er ist weg. Mit seinem Seesack. Felix, das habe ich wirklich nicht gewollt. Wirklich nicht. Na, schon gut, Mutter. Du bist so ein Dickschädel. Hau einfach ab, ohne uns was zu sagen. Wo willst denn hin? Vielleicht erwische ich ihn. Der letzte Bus nach München geht in einer Viertelstunde. Willst du wirklich wieder gehen? Therese, ich passe einfach nicht hierher. Red doch kein Schmarrn. Ich bringe doch hier alles durcheinander. Das stimmt schon. Aber trotzdem. Was macht's? Das letzte Bier zahle ich. Danke. Dem Felix wirst du schon fehlen und der Michaela auch. Servus, Therese. Servus, Tom. Und bleib nicht zu lang weg. Jetzt haut ab. Ich weiß. Felix hat's mir erzählt. Tut mir aber schon leid. Mir auch. Ist mir direkt ans Herz gewachsen. Naja, Weißbier gibt's trotzdem. Ja, freilich. Grüß dich. Grüß dich. Meine Mutter glaubt, du gehst ihretwegen. Sie macht sich Vorwürfe. Ah, ah. Da kannst du sie beruhigen. Da scheint dich noch jemand zu suchen. Da bist du ja. Wir kommen gerade von deiner Mutter, Felix. Tom, du darfst nicht weggehen. Genau. Ist doch wirklich ein Blödsinn. Was sagen denn deine Kunden? Ach, die kommen schon wieder. Ich mache euch einen Vorschlag. Tom, fang mal mir an.
Dann brauchst du nicht mehr verkaufen und Geschichten kannst du erzählen. So viel du magst. Bitte, Tom. Ich zahle auch nicht schlecht. Joachim, das zieht bei ihm nicht. Die Arbeit muss ihm Spaß machen. Du sagst es. Es wird dir Spaß machen, Tom. Wenn das so ist. Danke, Tom. Hm. Was sagst du denn dazu, Felix? Von mir aus einverstanden. Hauptsache, du bleibst da. Nur keine Tränen, bitte. Ihr seht euch ja noch oft genug. Komm, Tom. Komm, Tom, bitte, Richter. Na, Michaela, ich muss nach Hause. Meine Mutter wird sich auch freuen, wenn ich ihr sage, dass der Tom da bleibt. Wie kann ein Mensch nur so vergesslich sein?